Hier sind die Heise Online News mit dem ersten Teil unseres Jahresrückblicks 2017. Ich bin Isabel Grünewald. WannaCry und andere Krypto-Trojaner verursachen große Schäden. 2017 stand im Zeichen etlicher Angriffe mit Krypto-Trojanern. Allen voran richtete WannaCry große Schäden bei befallenen Systemen an. Im Mai verbreitete sich der Schädling über eine Sicherheitslücke in Windows-Rechnern. Er verschlüsselte Dateien auf den befallenen PCs und forderte ein Lösegeld für den Entschlüsselungscode. Weltweit waren hunderttausende Systeme infiziert. In Großbritannien konnten Kranke nicht behandelt werden, weil Rechner des National Health Systems befallen waren. In Deutschland hat es die Bahn erwischt, deren Anzeigesystem auf vielen Bahnhöfen ausfiel. Mittlerweile hat Microsoft die Sicherheitslücke gestopft. Kryptowährungen Bitcoin und Co. im Höhenflug. Gegen Ende des Jahres zog der Kurs der Bitcoin-Kryptowährung immer weiter an. Im Dezember kratzte er sogar an der 20.000-Dollar-Marke. Ein Grund für den Höhenflug? Man kann jetzt auch an der Börse mit Bitcoins handeln. Seit Mitte Dezember kann man mit Futures an der US-Börse CBOE über die Werteentwicklung des Bitcoin spekulieren. Experten warnen allerdings vor Investments in die Kryptowährung. Die Vorsitzende der US-Notenbank Janet Yellen sagte, der Bitcoin sei hochspekulativ und keine stabile Wertanlage. Apple bringt das iPhone X heraus. Im November ist das neue Top-Smartphone von Apple herausgekommen, das iPhone X, geschrieben X. Dessen Display nimmt fast die gesamte Vorderseite ein, der charakteristische Home-Button ist verschwunden. Das Gerät wird per Face ID entsperrt, also per Gesichtserkennung. Die kommt auch bei den Emojis im iMessage Messenger zum Einsatz. Diese Live-Emojis machen die Mimik des Nutzers nach. Wie bei Apples Spitzensmartphones üblich, kommt wieder die neueste Hardware zum Einsatz. Doch das hat seinen Preis. Mindestens 1.150 Euro muss man für das iPhone X berappen. Windows Creator Update – Microsoft Windows für Kreative. Im April hat Microsoft das Windows Creators Update herausgebracht, eine Version seines Betriebssystems Windows 10. Namensgebend für das Creators Update sind ein paar neue 3D-Apps, allen voran die Malanwendung Paint 3D, mit der man dreidimensional zeichnen kann. Ansonsten brachte das Update vor allem viele Detailänderungen, die das Arbeiten mit Windows 10 im Alltag ein wenig leichter machen. So wurde das Sicherheitscenter aufgehübscht, der Nachtmodus verringert für eine entspanntere Nutzung in den Abendstunden die Farbtemperatur der Bildschirmdarstellung. Das Jahr der Sprachassistenten. Unter so manchem Weihnachtsbaum dürfte in diesem Jahr ein Echo oder Google Home Lautsprecher gelegen haben. Insbesondere Amazon und Google haben im vergangenen Jahr eine regelrechte Welle an neuen Geräten mit intelligenten Assistenten herausgebracht, die als sprechende Zentrale das smarte Heim erobern sollen. Die großen IT-Unternehmen wittern bei den Assistenten offensichtlich einen großen Wachstumsmarkt, was auch manch interessante Kooperation hervorgebracht hat. So sollen die Assistenten von Amazon und Microsoft, Alexa und Cortana, beste Freundinnen werden und miteinander kooperieren. Apple, das mit Siri die digitalen Assistenten erfunden hat, ist beim Wettbewerb um smarte Gadgets für das Wohnzimmer ein wenig ins Hintertreffen geraten. Der smarte HomePod kommt erst Anfang 2018. Den zweiten Teil der Jahreszusammenfassung von Heise Online hören Sie am 30. Dezember. Ab dem 2. Januar werden Sie dann hier wieder täglich über Neuigkeiten aus der IT-Welt kurz informiert. Und bis dahin finden Sie alle aktuellen IT-News auf heise.de.